Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht es, wie ihr im Titel gelesen habt, um die Beziehung zwischen mir und meinem Partner, jetzt nachdem wir ein Jahr Eltern sind. Ich habe euch auf Instagram einen Post gemacht, wo ich einfach so ein bisschen darüber erzählt habe und es kamen ja ein paar Kommentare, dass ihr euch da auch gerne ein Video zu wünscht und deswegen dachte ich, ich quatsche mal ein bisschen darüber mit euch. Und ich wünsche euch jetzt einfach ganz, ganz viel Spaß und ich würde sagen, wir legen auch direkt los. Ja, meine kleine Maus schläft gerade und für alle, die mich noch gar nicht kennen, ich bin Maggie, 20 Jahre alt, ganz frisch 20 und ich bin Mama einer einjährigen Tochter und die kleine Maus schläft gerade und ich bin mit meinem Partner schon 6 Jahre zusammen, jetzt so knapp 6 Jahre und ja, wir haben uns damals mit 14 kennengelernt und lieben gelernt und haben schon einiges durchstanden und haben dadurch auch, denke ich, wirklich eine Beziehung, wo man sagen kann, da gehört schon einiges zu, damit das auseinanderbricht. Also ich kann mal sagen, wir haben beide schon Fehler gemacht. Wir haben beide ja, daraus gelernt, uns gegeneinander verziehen und sind immer noch zusammen, wie ihr seht. Genau, ich wollte jetzt einfach mal darüber sprechen, wie ist es jetzt so nach einem Jahr Eltern sein? Wie ist es mit der Zweisamkeit? Wie ist die Liebe und all sowas? Wie gesagt, ich habe euch da ja schon mal einen Instagram-Post zugemacht und da habe ich euch geschrieben, dass ich finde es jetzt an Lia, dass unsere Liebe an Lia gewachsen ist. Also vorher hatten wir wirklich, wir hatten ja 24/7 Zeit für uns. Also klar, Felix bearbeiten, ich habe meinen Job gemacht, aber beziehungsweise ging damals noch zur Schule. Und trotzdem haben wir schon zusammen gewohnt und waren eigentlich 24/7 immer nur aufeinander und hatten so unsere Zeit. Wir hatten ja ganz, ganz viel Paarzeit. Wir konnten immer was unternehmen, wenn wir wollten. Wir konnten ja, alles machen, was man halt so als frisch verliebtes Paar machen kann, ne? Ich glaube, ihr wisst ja, was ich meine. Und jetzt ist so halt so ein kleiner Zwerg da, der einen natürlich 24/7 braucht. Und da ist man nicht einfach, okay, komm, ich habe jetzt Lust auf das und das, komm, das machen wir jetzt. Sondern da muss man erstmal planen, okay, die Kleine muss Mittagsschlaf machen, dann müssen wir das mitnehmen, das mitnehmen, das mitnehmen. Ja, ich glaube, Mütter oder allgemein Eltern verstehen, was ich meine. Und ja, ich finde aber dennoch, obwohl man klar natürlich weniger Zeit hat zusammen, finde ich, dass es einfach die kleinen Momente sind, die man am Tag hat. Ich nehme mir jetzt ein Beispiel, dass wenn Felix von der Arbeit kommt, ist es meistens so, dass er erst die Kleine begrüßt. Also ich bin dann meistens dabei, irgendwie entweder ich mache Haushalt oder ich spiele mit der Kleinen. Und dann ist es eher eben so, dass er die Kleine nimmt und Hallo sagt. Dann spielt er ein bisschen mit ihr und irgendwann später kriege ich dann mal meinen ersten Kuss an dem Tag. Ja, aber diese kleinen Momente, dieser kleine Kuss, das ist einfach so was, wo ich sage, ja, krass. Es ist, damals hat man sich immer und überall geküsst, immer, ne, hier ein Küsschen, da ein Küsschen und jetzt sind es halt eben nur noch paar Küsschen am Tag. Aber diese paar Küsschen am Tag, finde ich, sind einfach was ganz, ganz Besonderes. Ich, ja, es ist halt nicht so eben so schnell gemacht, sondern ich persönlich denke dann immer so drüber nach, so in dem Moment, wo man sich halt eben küsst, diese 2 Sekunden da, ist ja für mich was ganz, ganz Besonderes und ich finde, seitdem Lia da ist, schätzt man sowas einfach viel, viel mehr. Also das heißt nicht, dass wenn du ein Kind hast, dass man keine Beziehung mehr führen kann oder dass man keine Zweisamkeit mehr hat oder dass man total untergeht als Paar, sondern ich finde, diese ganz kleinen Momente, die werden einfach viel, viel wertvoller und erst recht so ein Kuss ist ja für mich was ganz, ganz Besonderes geworden. Und auch, ich finde auch, Sex gehört einfach dazu und Sex ist auch so ein Thema, wo man ja immer hört, wenn man ein Kind hat, hat man keinen Sex mehr, dann gäbe es keine Geschwister. Das sage ich immer, wenn mir das irgendjemand sagt. Ja, und tatsächlich so ist es auch. Natürlich hat man auch Sex, wenn man ein Kind hat. Also, das wäre ja auch irgendwie, wie gesagt, dann gibt es halt eben keine Geschwister. Und es ist natürlich weniger. Ich meine, damals bist du frisch verliebt, hast
keine, hast Zeit bis zum Unendlichen, du kommst aus der Schule und hast den ganzen Nachmittag frei. Natürlich hast du da mehr Zeit für Sex oder ähnliches, ja. Aber jetzt, wo seitdem Lia da ist, natürlich hat man da auch Zeit zu zweit und Zeit für sich alleine. Das ist natürlich möglich. Die Kleine hat ihr eigenes Kinderzimmer. Oder auch wenn sie im Schlafzimmer schläft, mein Gott, es gibt auch andere Möglichkeiten. Also so ist es nicht, ja. Also es gibt da Möglichkeiten und natürlich hat man auch die Zeit. Das Kind schläft ja auch irgendwann mal. Und dann gibt es halt mal einen Tag, da zahnen die Kleinen oder kriegen oder haben Fieber. Natürlich, dann kümmerst du dich halt um die Kleine, aber dann gibt es halt die nächsten Tage mal ein bisschen mehr Zeit so zu zweit. Also ich finde, das passt sich einfach so schön an und wenn man als Familie seinen Rhythmus gefunden hat, dann hat man auch in der Partnerschaft seinen Rhythmus gefunden und hat auch einfach dann ja die ein oder anderen Momente, wo man sich eben sagt, ja, jetzt haben wir mal kurz 2 Minuten. Ja, und ich finde, seitdem Lia da ist, schätzt man diese 2 Minuten einfach viel mehr. Ich meine, damals hattest du 5 Stunden und jetzt hast du eben 5 Minuten, aber in diesen 5 Minuten schaffst du viel mehr Liebe. Also so, du kannst einfach dieses Gefühl Liebe viel mehr ausdrücken als in 5 Stunden. Ich meine, also du brauchst keine 5 Stunden, um deinem Partner zu sagen, wie sehr du ihn liebst. So würde ich das jetzt sagen. Ja. Und wie gesagt, auch wenn Lia da ist, haben wir immer noch unsere Beziehung. Wir nehmen uns unsere Zeit, die wir brauchen. Wenn wir sagen, komm, wir gehen jetzt mal zusammen baden, dann passen meine Eltern auf die Kleine auf. Oder komm, wir gehen jetzt mal spazieren, dann nehmen wir die Kleine zwar mit, aber trotzdem finde ich, ist es ja auch ein schöner Moment als Familie. Man muss ja nicht immer alles alleine machen, sondern man kann auch als Familie richtig schöne Momente haben und auch da trotzdem etwas für die Partnerschaft tun. Ich meine, auch wenn wir spazieren gehen für 2, 3 Stunden, dann halten wir immer noch Händchen, wir umarmen uns beim Spazierengehen und all sowas, finde ich, ist auch total viel wert geworden. Ich meine, damals hast du es alles nicht so geschätzt und jetzt schätzt man es einfach alles viel mehr und nimmt das alles viel mehr wahr und ja, wie gesagt, schätzt es einfach viel mehr. Das ist einfach so 5 Minuten. Wirklich so was richtig Besonderes wird, finde ich. Ja. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie das bei euch ist. Also wie eure Partnerschaft verlaufen sind oder verlaufen seit der Geburt eures Kindes. Würde mich total interessieren. Bei Instagram gingen die Meinungen tatsächlich total auseinander in den Kommentaren. Da war ich echt ein bisschen geschockt. Also viele Mütter haben ganz ja, traurige Erlebnisse gehabt, was ich super schade finde einfach. Aber jeder Mann ist nun mal auch anders und jeder Mensch allgemein ist anders und jeder empfindet es auch anders. Also Felix und ich, also Felix hätte schon gern mehr Zeit für uns. Sagt er öfters gern mal. Also er hätte schon gern mehr Zeit für uns zwei, aber ich bin halt so jemand, ich möchte Lia ungern abschieben. Also wenn wir dann mal zusammen baden gehen oder so, dann ist es halt auch die halbe Stunde, die mir dann schon ausreicht sozusagen. Und ich dann einfach Lia auch lieber um mich hätte wieder. Also nicht, dass ich jetzt, ne, Felix irgendwie keinen Bock mehr auf Felix habe, sondern einfach, dass ich dann sie vermisse und auch halt wissen möchte, okay, wie geht es ihr jetzt? Ist alles in Ordnung? Und ja, Felix ist da aber halt eher so, dass er sagt, er möchte halt schon mal ein bisschen mehr Zweisamkeit. Aber ist jetzt auch nicht so, dass er sagt, er muss jetzt unbedingt, sondern er sagt, er hätte halt gerne. Aber ich sage immer, es kommt auf jeden Fall, wenn Lia ein bisschen größer ist, dann hat sie einen besseren Rhythmus, was das Schlafen angeht, hat auch einen besseren Rhythmus allgemein und spielt natürlich auch viel mehr alleine. Also jetzt ist es noch so, Lia braucht immer irgendjemand in der Nähe. Also wenn sie hier allein im Zimmer spielt, dann geht es meistens so für 2 Minuten nur gut und dann möchte sie halt trotzdem, dass Mama da ist oder Papa oder ja, einfach immer hinterher. Also wenn ich hier dann aus dem Zimmer gehe, ist sie eigentlich immer direkt dabei und kommt mir hinterher. Aber das wird sich halt alles ändern und auch dann finden wir halt unsere Zeit, die wir dann als Paar haben. Oder was zum Beispiel auch, das habe ich noch gar nicht erwähnt, was für uns auch was ganz Tolles ist, ist einfach Motorradfahren. Einfach mal eine Stunde los mit den Motorrädern und über, wir haben so Headsets im Helm. Einfach mal sprechen, über all möglichen Alltagskram sprechen wir dann. Und ja,
haben halt unsere Zeit, kriegen gleichzeitig den Kopf frei, weil wir halt Motorrad fahren und alle Motorradfahrer, die jetzt zuhören, die wissen ganz genau, was ich meine. Und nebenbei sprichst du einfach über alltägliche Dinge, aber auch so übers Paarsein. Also wir sprechen ganz viel über uns in der Zeit, wenn wir Motorrad fahren und all sowas halt. Weil sprechen, finde ich, ist auch ein super, super wichtiges Thema in der Beziehung. Also wenn man nicht miteinander sprechen kann, dann ja, hat man eigentlich fast gar keine Chance, weil nur sprechen den Menschen kann geholfen werden, sagt mein Vater mir immer. Und so ist es eben auch. Also wenn du mit deinem Partner nicht ordentlich sprechen kannst, dann ja, dann läuft da irgendwas falsch, würde ich sagen. Und Felix und ich sprechen zum Beispiel total viel. Also damals, als wir zusammengekommen sind, haben wir nie über irgendwas gesprochen. Also wenn ich irgendein Problem hatte mit Felix, ging ich immer zu meiner Schwester und meine Schwester hat mir dann einen Rat gegeben, den habe ich dann angenommen und dann habe ich das versucht, so umzusetzen sozusagen. Gut, wir waren damals auch 14, ne, meine Güte. Aber jetzt spricht man halt einfach drüber, ne? Man sagt jetzt klipp und klar, so das finde ich scheiße, mach das anders oder es gibt die Konsequenz. So, fertig. Also so ist es bei uns derzeit, wenn uns irgendwas stört. Aber ich finde, ja, sprechen muss man auch im Alltag, erst recht mit Kind. Ne, da kommen ja auch viele Situationen zustande, zum Beispiel Erziehung oder all sowas, wo man einfach miteinander sprechen muss. Und da finde ich es einfach auch sehr wichtig, dass man dann wirklich auch spricht und sich auch die Zeit nimmt, um ein ordentliches Gespräch zu führen. Also wir führen Gespräche, wie gesagt, gern beim Motorradfahren oder beim Autofahren oder wenn Lia schläft, abends. Wenn Lia schläft, dann sprechen wir über Sachen, die uns stören und ja, alles, was noch so geklärt werden muss. Sowas zum Beispiel. Ja, aber im Groben und Ganzen muss ich wirklich sagen, dass wir auch an Lia gewachsen sind. Also unsere Beziehung ist an Lia gewachsen. Es gab vorher schon so ihr immer wieder Momente. Wie gesagt, Felix und ich haben beide jeweils Scheiße gebaut in unserer Beziehung und ja, wie soll ich sagen? Also vorher war es halt immer so, okay, bleiben wir wirklich lange zusammen? Ne? Hält das wirklich für ewig? Ist das wirklich eine Beziehung, wo ich sage, ja, mit dem Mann möchte ich sterben? Oder ist es halt wirklich nur so für jetzt? So. Und seitdem Lia da ist, es hat wirklich von einem auf den anderen Tag, Lia war da und zack, habe ich gedacht, das ist mein Mann. Wirklich. Ich habe gedacht, mit dem möchte ich alt werden, mit dem möchte ich sterben. Er ist einfach der Richtige für mich. Und das war wirklich wie so ein Schalter im Kopf. Lia war da und im Krankenhaus dachte ich noch, wow. Wirklich, wow, er ist es. Und ja, das merke ich auch jetzt jeden Tag. Ich sehe, wie er mit der Kleinen spielt und ich finde das so schön. Und ich könnte mir gar nicht mehr vorstellen, irgendwie ohne ihn zu sein oder auch irgendwie einen anderen Mann an meiner Seite zu haben, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Also es ist wirklich so, er ist einfach der. Ne? Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Vielleicht hattet ihr auch schon mal das Gefühl. Müsst ihr mir unbedingt in die Kommentare schreiben, weil es ist ein unglaubliches Gefühl, wirklich. Also ich bin wirklich total geflasht, auch wenn ich jetzt so darüber spreche. Ja, finde ich ganz, ganz toll, dass das alles so gut läuft bei uns. Ich weiß, einige von euch, da läuft es wahrscheinlich gar nicht so gut. Deswegen könnt ihr mir das auch gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr möchtet. Vielleicht hat der ein oder andere auch einen Rat. Dann können wir so ein bisschen kommunizieren in den Kommentaren. Das mache ich immer ganz gerne. Oder ihr könnt mir gerne auch bei Instagram schreiben. Oder ja, bei Instagram ist eigentlich immer am besten. Da bin ich eigentlich immer aktiv den ganzen Tag. Also falls ihr da irgendwas habt, schreibt mir gerne. Oder wie gesagt, schreibt es in die Kommentare. Vielleicht hat der ein oder andere auch noch einen netten Rat für euch. Bei Instagram lief es auch richtig gut unter meinem Post. Da ja, haben ganz viele miteinander geschrieben zusammen und es kamen ganz, 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 ganz viele Kommentare hintereinander und ganz viele haben miteinander kommuniziert, dass sie die gleichen Erfahrungen gemacht haben oder einen Rat haben. Finde ich ganz, ganz toll. Bin ich immer wieder begeistert, wie gut das klappt, dass sich einfach so Leute austauschen. Ich meine, Instagram ist halt auch so eine Plattform, da kann man sich richtig gut austauschen und ich finde, das sollte auch jeder nutzen, anstatt sich immer nur anzufeinden und jeder zu haten. Einfach mal miteinander sprechen. Das finde ich immer ganz toll. Ja, genau. Und ich glaube, das war es auch eigentlich, was ich so zu unserer Beziehung sagen wollte. Ich glaube, ich habe auch alles, was ich in dem Post gesagt habe, nochmal erläutert. Wenn nicht, dann schaut auf jeden Fall bei Instagram vorbei.
Da habe ich, wie gesagt, ein Bild hochgeladen und da steht auch ganz, ganz viel noch bei. Könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Ich schreibe euch hier meinen Instagram-Namen hin, wie immer. Und ja, sonst glaube ich, habe ich alles gesagt. Ja, und dann wünsche ich euch einfach einen ganz, ganz wundervollen Tag. Ich hoffe, wir tauschen uns einfach noch ein bisschen in den Kommentaren aus. Und dann wünsche ich euch einen ganz, ganz wundervollen Tag. Oh, das habe ich jetzt zweimal gesagt. Okay, meine Lieben. Tschüssi.